Soll ich zusammenfassen? Ihr seid alle drei für Gregor Meile. Ja. Dreimal Gregor Meile. Was sagt das vierte Rateteam-Mitglied? Die Zuschauer zu Hause über die ProSieben-App. Da haben wir auf Platz 1 Max Giesinger, auf Platz 2 Gregor Meile, auf Platz 3 Andreas Borani und auf Platz 4, ist das euer Ernst, Angela Merkel? Das hab ich doch mal. Okay. Die hat gerade auch nichts anderes zu tun, da bin ich mir sicher. Ja. Haben wir alle frei. So. Hey, aber ist Andreas Borani jetzt erst genannt, weil wir den vorher ins Spiel gebracht haben? Das oder kann gut sein, weil das wird ja immer genullt. Ja? Also, Max. Aber schon wieder ein Zwischenapplaus an deiner Stelle. Bitte nimm nun deine Maske ab. Tu es nicht! Doch! Ja, es ist leider soweit. Oder es teilt dir vielleicht nur die Kinnladen runter, weil es jemand anders ist, das wäre zu. Das wäre krass. Ich glaube in dieser Staffel wirklich nichts mehr. Ja. Oh Mann! Wer ist das? Komm schon! Ah, das zeig hängt, dich! Das hängt am Bart. Krieg diesen Verschluss aus dem Bart nicht raus. Komm schon! Zeig dich, Drache! So großartig. Boah, bist du verstöpselt, Gregor, Wahnsinn. Nimm dein Mikro, Gregor, nimm dein Mikro, damit wir ohne Maske deine Stimme hören. Gregor, bist du nur Sänger geworden, damit man dich für deine Beine liebt? Und liebt. Hey, alle deine Freunde jetzt sprechen mit dir so. Hey, Gregor, alles klar? Ey, Gregor, Wahnsinn. Wahnsinn. Hammer, was für Performances. Wahnsinn. Grandios. Also es war eine unfassbare Reise. Ne? Das ist die, ja, 2 Monate auch schon, das natürlich niemand sagen zu dürfen. Und ganz viele diese schlimmen Nachrichten, die man bekommt. Du bist es, ich weiß es und ich weiß, du darfst mir nichts sagen. Aber es war eine noch viel unglaubliche Reise, weil ich extrem außer Puste bin, weil ich nämlich der Grund war, warum ihr 2 Wochen Pause machen musstet. Ich hatte nämlich ein bisschen Corona. Nicht da. Nein! Und das war eine ganz krasse Sache und wir haben einfach überlegt, was wir machen. Und ich bin so dankbar, dass ich jetzt bis zum Finale hier mitmachen durfte. Und ich danke meiner Familie, meinen Nachbarn, meinen Freunden, die uns Essen vor die Tür gestellt haben. Und diese 15, 16 Tage, wo ich wusste, ich will und muss wieder fit werden, um das ihr wart so geil, weil ich, die größte Motivation war auch, dass ihr jeden Abend uns da angepfiffen habt, auch ohne Publikum in dieser krassen Zeit. Also mein Leben als Drache in Zeiten der Pandemie. Oh. Hey! Wow. Gregor, du warst so großartig. Wir sind so froh, dass du wieder gesund bist und dass du hier so abgeliefert hast. Das war Wahnsinn. Und wir müssen noch mal dazu sagen, du hast mit Abstand das schwerste Kostüm, 40 Kilo, glaube ich, oder? Keine Ahnung, 35, aber die römischen Soldaten sind mit 40 Kilo Marschgepäck bis nach Schottland gelatscht. Also Irland vielleicht auch. Nee, haben die nicht geschafft. Wir haben die Tür zugemacht. Gregor, jetzt ohne Drachenkopf, wieder genesen, zum Glück nochmal live auf dieser Gregor Meile, der Drache. Oh, wow. Sehr so schön. Oh, yeah.
Here I go, out to sea again. The sunshine feeds my heart, and I'm here with you guys. Look at me standing here on my own again. I've strayed in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry. It's a wonderful, wonderful life. It's a wonderful life. Oh, yeah! Wow. Oh Mann, ey, ich würde dich so gerne... Wahnsinn. Ich würde dich so gerne umarmen, echt, ey.